Ich werfe jetzt alle meine Items dort hinten in die Ecke. Ja, okay. So, so. Oh. Willkommen zurück, meine Abonnenten, zum Let's Change High in the Sky von Minecraft. Mit Splexcraft Asking Alex LP und mein Michi. Und, ich gerade sehe, hat uns Splexcraft hier irgendwo abgestellt. Wir haben, mein Bett steht immer noch, das finde ich gut. Wie ihr gerade bemerkt, spiele ich jetzt wieder ohne Texture Pack, weil, ja, Minecraft Classic ist... Ey. Einfach viel besser und ich muss mal kurz die Zeit checken, okay. Ja, ich habe die letzten Parts nicht angeschaut, wie ich jetzt bemerkt habe, darf ich es gar nicht. Und zwar habe ich nur mal beim Splexcraft mir das Ende angeschaut und hier ein nettes Dankeschön an ihn, dass er mir noch eine Schaufel gecraftet hat, wie er meinte, er will mir ja ein bisschen Werkzeug machen. Auf jeden Fall, er hat mir jetzt gerade keine Aufgaben hinterlassen, er hat in seiner Beschreibung auch leider nicht stehen, was er jetzt alles erledigt hat, also werde ich jetzt erstmal die Musik selber ausschalten von Minecraft. Und zwar werde ich jetzt einfach mal knallhart hinten zu den Erzinseln gehen. Ich habe fast nichts zu essen. Creeper! Oh, ja, das mit den Erzinseln verschieben wir jetzt nochmal kurz um 20 Sekunden, weil ohne Schwert ist das ziemlich blöd, dort hinten auf die dunklen Erzinseln zu gehen. Und deswegen laufe ich jetzt mal fix hier hinten zurück, gehe an die Truhe und merke, dass wir kein Eisen haben. Doch, haben wir. Sticks haben wir bestimmt auch einen hier, gut. Hey, so, okay, Hey! Verarsch mich nicht. Gut, ich bin mal der Meinung, wir gehen jetzt auf die Suche nach Eisen, haben wir ja genug, nach, ja, nach Diamanten und ähnlichem. Ich richte hier mal kurz mein Mikro. So. Oh mein Gott, die haben ja echt ganz schönes Inferno angerichtet, die beiden, die Pflanzen. Hoffentlich komme ich mit dem Essen aus, ansonsten muss ich mich von Zombiefleisch ernähren. Ah, mein Weg ist auch noch da, das gefällt mir. Hoffentlich segel ich hier nicht irgendwo runter. Und... ja, ui, ein Weg. Nein, ich habe glaube ich noch genügend Pilze gesammelt. Und dort hinten sind die Erzinseln und dort ist der Weg, den ich glaube, das war mein Michi gebaut hat. Ich schaue immer mal kurz in den Parts vorbei und verschaffe mir naja nicht einen Überblick, sondern ich lese die Beschreibung und den Titel, um zu sehen, was er ungefähr gemacht hat. Ist ja nicht verboten, ich habe die vorher nicht angeguckt. Und scheiße, ich habe nichts mehr zu essen. Ich spiele auf Easy. Ist, glaube ich, normal, dass man auf Easy spielt. Ich habe ein bisschen Sorge. Dort hinten ist Gold. Ich habe einen Bogen. Hey, cool. Auf jeden Fall Kohle nehme ich ein bisschen mit. Weil Kohle, ja, für Fackeln. Ich weiß nicht, ich habe gerade in der Truhe nicht drauf geachtet, ob wir dort auch Kohle haben oder so. Und ich weiß, dass dass Michi einfach mal so ein bisschen seinen Part überzogen hat mit 26 Minuten ungefähr. Ich glaube, ich werde nicht überziehen und ja, wie wir gerade bemerken, hat sich mein Minecraft gerade einfach so eingefroren. Ich starte es mal kurz neu. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Hoffentlich diesmal ohne einfrieren. Ich weiß nicht warum, mein Minecraft hasst mich. Über alles hasst es mich. Es friert sich immer wieder ein. Das ist richtig fies. Nach genau 5 Minuten oder so bleibt es einfach so stehen. Das ist echt eine miese Sache. Also nicht wundern, falls ich hin und wieder mal kleine Schnitte drin habe, aber ich bewege mich ja nicht weiter, weil Minecraft hängt sich ja komplett auf. Und ich sammle hier gerade ein bisschen Stein, damit ich mich darüber bauen kann, weil mir gerade aufgefallen, ich hätte ein bisschen Dirt mitnehmen sollen. Weil es ist echt eine miserable Sache, hier hinten bei der Lava so einfach so rumzuhüpfen. Erst recht, ui. Boah, nicht laggen. Erst recht, wenn man halt über Lava und dem ganzen Gedönszeug rumhüpft. Und
Ich sammle jetzt hier ein bisschen Gold. Ich weiß zwar nicht, wozu Gold überhaupt gut sein soll hier oben. Ja, nö, keine Ahnung. Oh mein Gott. Wow. Ja, okay. Oh mein Gott. Es ging gerade beinahe daneben, Alter, aber richtig. Okay. Oh, ich sehe da etwas, was ich sehr mag. Und zwar nicht diesen hässlichen Zombie. Ich kann nicht mehr sprinten, ich bin ein paar hungern. So. Ihr seht bestimmt, worauf ich es abgesehen habe. Oder ihr könnt es euch denken, ich will da drüber. Das, was ich dort oben sehe, sieht stark nach Diamant aus. Außerdem ist es ja eine Aufgabe, die komplette Steininsel zu erkunden. Gib mir Fleisch. Wow. Nicht lustig, Spinne. Oh nein, Skelett, das ist erst recht nicht lustig. Geh weg. Na super. Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir sind einfach hungern und dort ist ein Skelett. Oh mein Gott. Komm, Zombie. Hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, fuck. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich glaube, ich mache es ganz geschickt. Ich werfe jetzt alle meine Items dort hinten in die Ecke. Ja, okay. So, so. Oh. Mann, das war jetzt unfair. Mann. Das war jetzt echt fies. Nehme ich ein bisschen Fleisch und ein paar Torches mit. Und den Stein. Boah, das war jetzt asozial von dem Skelett. Moment, wir müssen hier entlang. Okay. Komm her. Nur du und ich auf dieser kleinen Insel. Ha, gewonnen. Also ich bin mal stark der Meinung, dass ich vor diesem Creeper da weglaufe. Oh, hallo Enderman. Es wäre nämlich auch ganz schön, wenn wir hier diese Insel ein klein wenig ausleuchten. Damit hier nachts nicht immer gleich alles zuspawnt. Da waren gerade ganz viele Creeper. Das ist sehr unschön. Oh Gott. Yeah. Let's survive Minecraft. Oder, oh, aua, verdammt. Okay. Ich will nur meine Sachen dort hinten wieder haben. Oh Gott. Nein, wow. Okay, lauf, 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 lauf. Dort oben sieht man noch meine Brücke. Oh Gott, ich bin auf des Wahnsinns. Ich laufe hier nachts rum. Oh nein! Leute, bis gleich. So, okay. Ich habe gerade extremst Sorge, was dieses Skelett damit machen könnte. Gut, das Skelett hat sich schon mal... das Skelett habe ich erledigt. Und ich versuche gerade lebendig. Es kann sein, dass mein Minecraft sich irgendwie immer hier an dieser Stelle aufhängt. Oh nein, es hatte nur einen ultimativen Lag. Beim Map generieren. Ich fresse jetzt einfach das Zombiefleisch. Och komm schon. Mein Minecraft mag mich zurzeit nicht. Das ist echt unfair. So, jetzt geht's weiter. Boah. Ist ja echt schlimm, diese ständige Einfrieren. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Seitdem ich mein Java vor ein paar Wochen geupdatet habe, funktioniert einfach gar nichts mehr bei Minecraft. Und ich habe das dann, wow, versucht mit Optifine und dem ganzen anderen Quatsch zu beheben. Aber leider hat es nicht sonderlich funktioniert. Und ja, Skelett, ich hab dich auch schrecklich dolle lieb. Nur leider habe ich keine Zeit für dich. Ja, Diamanten. Ja, Mann. Das sind aber mehr als wir jemals gebrauchen werden. Oh mein Gott. Aber ich weiß auch, glaube ich, warum die Diamanten auch nicht hier sind. Dankeschön, dass du gerade. Ui. Dankeschön. Huch, das war ja gar nicht die Pickaxe. Oh, komm schon. Kann ja nicht sein. Hier sprengt uns der Creeper noch den ganzen Diamant weg. Ich glaube, ich grab mich jetzt hier rein. Und irgendwie ist meine Musik aus. Ich weiß nicht warum. Oder nein, sie ist nicht aus. Sie ist nur ganz leise im Hintergrund. Also, so viel Diamant werden wir bestimmt niemals brauchen, aber ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Oh mein Gott, ist das viel Diamant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Traum eines jeden Minecraftlers auf einem Server, so viele verfluchte Diamanten zu finden. Jetzt muss ich nur natürlich nachher noch den Weg nach Hause finden, und zwar lebendig. Ich meine, ich habe jetzt 41 Diamanten mit. Und wow. Das sind echt verdammt viele Diamanten. Huch, das war die falsche Taste. Ich lege mir das hier mal kurz wieder um. Ah, nein, das war falsch. Das war so. Und ja, ich denke mal, das reicht. Nein, ich hole mir jetzt noch 10 Diamanten und dann reicht es. Man schafft ja echt wenig in so einer Folge. Aber ja, okay, das reicht an Diamanten. Lauf, lauf, lauf. Oder Moment, gibt's hier hinten noch was? Oh mein Gott. Das sind echt verdammt viele Diamanten. Also, wer soll die denn alle verbauen, ey? Wir können uns einen Palast aus Diamantblöcken bauen. Oh Gott. Hätte vielleicht nachdenken sollen, wie ich nach Hause komme. Das Redstone nehme ich auch noch mit. Wow. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ich habe irgendwie Sorge, dass mich jetzt hier irgendwas runterschießt. Oder dass ich in die Lava falle. Das wäre natürlich sehr schön. Ich frage mich, was eigentlich da unten auf diesen Inseln ist. Ich traue diesem Weg hier eigentlich gar nicht, aber wow, bitte nicht laggen. Ah ne, er generiert gerade die Map. Das ist natürlich normal. Oh Gott, ich habe echt Angst, hier runterzufallen. Das wäre echt. Oh Gott, das wäre eine echt miese Sache. Ich meine, ich habe jetzt ungefähr umgerechnet 70 Diamanten mit. Auch wenn es dort hinten mehr Diamanten gibt, als man im Leben vertragen kann. Es ist nur nicht unbedingt nötig, dass ich jetzt auch noch runterfalle. Wow. Halt, ja. Hühnchen. Und ich hoffe, wir haben. Nein, ich glaube, wir haben nichts mehr zu essen. Das ist. Nein! Verdammt. Wo ging es nach Hause? Dort oben standen wir, als wir das Infovideo gemacht haben.
Hier unten geht's nach Hause. Yo, es geht hier nach Hause. Yeah. Oh Gott. Ich habe hier gerade echt Angst runterzufallen. Na, egal. Ich bin jetzt bei dem Haus. Jetzt kann ich die Diamanten in die Truhe stecken. Oder nein. Besser noch. Ich esse das Teil hier. Geh an die Truhe. Nimm mir erstmal 21 Holz raus. Und zwar mit Absicht. War genau aus diesem Grund, weil ich glaube, der Bug ist immer noch nicht behoben. Jo, man kann es immer noch im Crafting Feld craften. Ja, wo stelle ich die Truhe denn jetzt am besten hin? Oh, wir haben da noch eine Truhe. Jo, okay, dann haue ich die mal dorthin. So, so und so. Und diese esse ich jetzt. Und ich crafte mir mal kurz hier noch das hier. Und na gut, Shift-Clicking mit Rüstung funktioniert scheinbar auch noch nicht. So, und das sieht jetzt auch schon viel gesünder aus, das Ganze. Und natürlich mache ich das Ganze hier noch. Genau. Und das und das. So, sehr schön. Der Rest der Diamanten kommt dort rein. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Du kommst rein. Dann werden wir jetzt noch mal schnell für meinen Nachmann hier alles ordentlich hinsetzen. Ja, die Kohle. Ja, Kohle ist eigentlich unnötig. Ja, die Pfeile setze ich mal daneben hin und das Brett. So, und ich mache natürlich noch ein Schild für meinen Nachfolger. Mal gucken, haben sie die Schilder hier reingesteckt? Klappe halt Minecraft-Sound. Jo, haben sie. Ja, ich. Ja, 70 Dias gefarmt. Oder Dias farmt. Ja, was schreibe ich da noch drauf? Dias haben wir gesammelt. Ja. Werkzeuge plus Rüstung gemacht. Essen gemacht. Haben wir sonst hier noch ein Schild irgendwo? Ja, wir haben noch eins, gut. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Hier sind die Fackeln dran. Essen befindet sich genau dort drin. Sehr schön. Na dann, Asking Alex LP wünsche ich dir viel Spaß auf dieser Map. Mit meinen gesammelten Diamanten und dem ganzen Zeug. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr von dem Let's Change oder anderen Minecraft Hardcore Folgen verpassen wollt, dann drückt oben auf Abonnieren. Und schaut beim Asking Alex LP, bei meinen Michi und bei Splexcraft vorbei. Die haben die anderen Folgen hochgeladen. Ich werde die alle nochmal in der Beschreibung verlinken. Den nächsten Part zu Asking Alex LP jetzt hier oben rechts einblenden. Und ich mach dieses Video mit in die Playlist von allen. Auf jeden Fall viel Spaß, Alex. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Schönen Tag noch. Tschüss.